Hallihallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin's wie immer, der Simon. Und halt, stopp, jetzt rede ich. Bevor ihr das Video wegklickt, weil das Spiel irgendwie scheiße aussieht, hört euch erst an, was ich zu sagen habe. Denn dieses Spiel ist eine richtige Perle, ist aber eine hässliche Perle. Ist aber ein gutes Spiel. Und wieso, weshalb, warum ich das denke, das sage ich euch jetzt in diesem Video. Leute, die hier schon ein bisschen länger dabei sind, die wissen eigentlich, dass ich für Rollenspiele und solche Sachen oder MMORPGs eigentlich gar keinen Nerv habe. Ich mag dieses Spiel überhaupt nicht. Ich möchte lieber irgendwas mit Action spielen oder ein Adventure. Von mir ist auch ein Strategiespiel oder eine Wirtschaftssimulation. Und eigentlich wäre Maiden Magic, das Mandat des Himmels, wie es glaube ich auf Deutsch heißt hier, ein Spiel, was ich links liegen lassen würde. Bei dem Titel ist das aber ein bisschen anders, denn er macht etwas gut, was die meisten Spiele heutzutage bei mir nicht mehr schaffen können. Und zwar meine Adventure-Lust wecken, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Aber zuerst gibt es ein bisschen was zu der Geschichte des Spiels. Ehrlich gesagt habe ich die Vorgänger alle nur mal kurz angetestet und festgestellt, dass die überhaupt nichts mehr für mich sind. Und dieser Teil ist der erste, den man meiner Ansicht nach wirklich spielen kann, weil die anderen einfach von der Grafik und einfach auch vom ganzen Spielgefühl her, weiß ich nicht, ist es einfach nicht meine Generation und die sind einfach nichts für mich. Der Teil hier ist aber schon was für mich und ich glaube, dass man oder dass ihr vor allem auch mit diesem Teil beginnen könnt. Die Welt von Might and Magic 6 steht dem Abgrund nahe. Ganz viele Zeichen deuten darauf hin, dass das Ende gekommen ist. Zum einen sind Dämonen auf die Erde gestürzt, die eigentlich, wenn man fair ist, Aliens sind, so habe ich es auf jeden Fall verstanden. Die bedrohen die Welt. Zusätzlich passieren Erdbeben, Vulkanausbrüche und lauter Naturkatastrophen, die auch das Ende andeuten. Der König wurde entführt, der das ganze Land regiert und es deutet sich an, dass das wohl so Kultanhänger, also Sektenmenschen waren, die auch insgeheim das Ende der Welt prophezeien. Und unsere Aufgabe mit unseren Helden ist es jetzt, diesem entgegenzuwirken, die Welt zu retten, den König vor allem zu retten und so das Mandat des Himmels zu erfüllen und die Welt eben auch aus diesem unendlichen Kreis von Verrat, Betrug, Mord und der Apokalypse zu retten. Natürlich ist die Story jetzt nur ganz, ganz grob zusammengefasst und auf das Minimalste zusammengesetzt. Im Spiel selbst wird euch natürlich viel mehr erzählt und ihr bekommt viel mehr Details. Aber dafür bin ich ja gar nicht zuständig. Ihr sollt das Spiel ja letzten Endes auch selber spielen. Zu Beginn jedes Spiels geht es erstmal, Charaktere zu erstellen. Wir laufen immer gleichzeitig mit 4 Menschen rum, also müssen wir uns auch 4 Charaktere erstellen. Wir wählen also einen Namen aus, wir wählen grob das Aussehen aus. Man kann die jetzt ja von außen nicht betrachten, also wählen wir eigentlich nur den Kopf aus, wie die vom Kopf her aussehen. Dann müssen wir noch eine Klasse bestimmen. Hier ist Might and Magic schon ziemlich vielseitig. Natürlich neben einem Bogenschützen oder Krieger können wir auch verschiedene Arten von Magien wählen und sowas. Dann können wir uns auch noch Fähigkeiten aussuchen, die auch echt wichtig sind in diesem Spiel. Also ich habe ja schon viele andere Spiele gespielt und Fähigkeiten waren in diesen Rollenspielen eigentlich immer ziemlich egal, weil man die später dazu lernen konnte. Hier kann man das zwar auch, aber bis man das wirklich erreicht, dass man eine zusätzliche Fähigkeit hat, vergeht, finde ich, doch ordentlich an Zeit. Deswegen ist die Wahl der Fähigkeiten hier besonders wichtig. In meinem Video habe ich mich meistens für Bogenschützen entschieden, weil das Spiel sehr, sehr schwer ist, das muss man zusätzlich sagen. Und als Bogenschütze hat man es ziemlich einfach, weil man einfach schießt, wegläuft und wieder schießt und wieder weglaufen kann. Also könnt ihr mich ruhig einen Schisser nennen oder so, aber das war für mich die einfachste Spielemethode. Nur, dass ihr das jetzt hier wisst. Und dann landen wir, wenn wir auf Start geklickt haben, eigentlich auch schon in der ersten Stadt. Haben erstmal nicht viel zu tun, haben die allererste Quest, das ist glaube ich nur irgendein Brief abgeben, und müssen uns von dann an selbst die Quest suchen, also wie in jedem Rollenspiel auch. Bloß, dass das Spiel dermaßen Open World ist, dass wir auch sagen können, yo, wir gehen jetzt zum Hafen und segeln gleich mit dem Schiff schon in die letzte Stadt. Problem ist da, wenn wir da eine Quest annehmen würden, dann wären wir ratzefatze tot. Denn dieses Spiel ist echt arschschwer und auch wenn es eine offene Spielwelt ist, hat man doch ziemlich zu kämpfen, wenn man sich nicht an den Quests entlanghangelt und letzten Endes das tut, was das Spiel eigentlich von einem möchte. Eine Beispielquest wäre zum Beispiel in der ersten Stadt. Da gibt es eben außerhalb der Stadt so eine alte kleine Mini-Festung, wo sich die Dorfbewohner immer versteckt haben, wenn dann mal irgendwie ein Krieg war oder wenn irgendwas angegriffen hat.
Das Problem ist dann eben, dass diese Festung von Goblins erobert wurde und die Goblins greifen natürlich die Reisenden an und alle anderen Leute, die da immer lang rennen. Und das ist dann eine unserer ersten Quests, da hinzugehen und mal die ganze Festung zu reinigen von allem Übel. Doch bevor wir das können, müssen wir natürlich 10.000 andere Sachen machen. Erstmal die passende Ausrüstung zu haben, die richtigen Waffen, überhaupt erstmal eine ordentliche Rüstung zu haben. Schlecht wäre es ja auch nicht, wenn wir Heiltränke haben und all den anderen Kram. Deswegen müssen wir auch erstmal andere Sachen machen. Eine Möglichkeit wäre da zum Beispiel auch, auf der anderen Seite der Stadt in ein altes Gemäuer zu gehen. Das ist voll mit Fledermäusen, Spinnen und all so ein Zeugs. Und außerdem wurde in der Stadt ein kleines Mädchen entführt, das wohl in diesen Gewölben sich befindet. Das wäre auch eine Möglichkeit anzufangen. Wie ich sagte, wir könnten jetzt auch einfach in die letzte Stadt fahren und erstmal da abchecken, was wir da machen können. Bringen wird uns das wahrscheinlich nichts, weil die Gegner da so übermächtig sind, dass wir dann sowieso tot gehen. Selbst später, wenn wir dann einiges an Erfahrung gesammelt haben, top ausgerüstet sind und schon in 20 anderen Städten waren, kann es immer Rat sein, wieder in die erste Stadt zu kommen, weil es auch immer noch dort einen Bereich gibt, wo man nicht so einfach hinkommt, ohne stark genug zu sein oder gewisse Fähigkeiten zu erlernen, wie zum Beispiel über das Wasser zu gehen. Denn in der ersten Stadt gibt es zum Beispiel auch außerhalb im Wasser eine Insel, wo wir halt nur hinkommen, wenn wir den Zauber übers Wasser gehen gelernt haben. Aber den muss man natürlich auch erstmal haben und sich erstmal verdienen. Fähigkeiten und Zauber sind sowieso so eine Sache, denn im Spiel gibt es auch Gilden. Man muss sich ziemlich vielen Gilden anschließen, wenn man einiges lernen möchte. Je nach elementarer Magie, also was man machen möchte, Feuermagie, Wassermagie, Erdmagie, Heilungsmagie und so weiter, muss man sich eben der Gilde anschließen. Und in diesen Gilden selbst muss man dann richtig Kohle bezahlen für die Bücher und für die Fähigkeiten, die man braucht, um diese Bücher überhaupt zu verstehen. Das kostet nicht nur alles Geld, sondern auch Erfahrungspunkte und die verdienen wir uns natürlich, indem wir Monster umbringen. Möchten wir, dass unsere Charaktere stärker werden, müssen wir auch ins Trainingslager gehen, wo wir dann Geld dafür bezahlen, dass er uns ausbildet. Gleichzeitig müssen wir aber, wie ich gerade eben auch schon sagte, die XP dafür haben. Für mich persönlich war das Skillsystem am Anfang ziemlich verwirrend und ich habe auch nicht das Gefühl, als würde ich das jetzt schon komplett verstehen, obwohl ich mittlerweile knapp 60 Stunden in dem Spiel verbracht habe. Ich bin auch nicht sonderlich weit gekommen, muss ich dazu anmerken, weil dieses Spiel eben so arschschwer ist. Man hat zwar die Möglichkeit, immer einen Quicksave zu machen und den immer wieder und immer wieder zu laden, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich gehe in den Tempel rein, will den erforschen, weil es wirklich absolut Spaß macht, in diesem Spiel Tempel zu erforschen. Man ist halt immer wie auf einem großen Adventure und findet lauter geile Sachen. Es gibt fast überall gibt es immer irgendwelche Geheimnisse. Man muss fast an jeder Fackel ziehen oder klickt die Wände ab, einfach nur um irgendeinen geheimen Schalter zu finden. Und es funktioniert sogar meistens, weil man immer irgendwas findet. Ja, und dann ist man da drin, trifft auf einen Gegner, der saumäßig stark ist, macht halt vorher einen Quicksave, versucht es, stirbt, lädt den alten Speicherstand, versucht es wieder, stirbt wieder, lädt den alten Speicherstand. Und das macht man so lange, bis man ihn irgendwann tot hat. So habe ich das auf jeden Fall gemacht. Und da gehen so viele Stunden drauf. Echt, ihr glaubt das nicht. Ich habe bisher in dem Spiel vielleicht 20, ich sag einfach mal 20 Tempel gesehen, also 20 Gemäuer, Ruinen, Tempel, was weiß ich. Und es ist nicht viel für die ganzen Stunden, die ich da reingehauen habe in diesem Spiel. Und das ist aber einerseits auch ein gutes Zeichen für dieses Spiel, weil das sagt aus, wie toll dieses Spiel ist und wie viel Spaß es macht, eben diese Gebäude zu erkunden. Was ich auch ziemlich schätze, ist, dass es so schwer ist, richtig gute Sachen zu finden. Es gibt ja Spiele wie, ich sag jetzt einfach mal als Beispiel Diablo, wo es zum gewissen Prozentsatz festgelegt ist, dass man nach so und so viel Spielzeit zumindest einen guten Gegenstand findet. In Might and Magic ist das so, dass du da ewig suchen kannst, bis du mal was Gutes findest. Und wenn du dann mal was Gutes hast, ist es dann halt auch eine Zeit lang gut, aber auch halt auch nicht ewig. Und das sorgt halt dafür, dass das Spiel knochenhart schwer ist. Aber das finde ich gar nicht so negativ. Und ja, ich muss mich ja knapp halten. Ich könnte jetzt noch 20 Minuten über das Spiel erzählen, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Ich habe dieses Spiel auf jeden Fall gespielt als ein Action-Adventure mit Rollenspiel-Elementen und nicht als Rollenspiel mit Action-Adventure-Elementen. Ist vielleicht ein bisschen komisch zu verstehen, aber wenn man drüber nachdenkt, versteht man, glaube ich, was ich damit sagen möchte. Es ist auf jeden Fall ein richtig geiles Spiel vom Gameplay her und es macht echt richtig Spaß. Aber das Spiel hat natürlich auch seine Schattenseiten und das werden wir jetzt mal in der Technik besprechen. Die Optik des Spiels ist klar nicht so toll. Es sieht halt alles ein bisschen hässlich aus. Wir bewegen uns zwar in einer 3D-Welt, die zum Teil auch ziemlich merkwürdig ist, weil wir ziemlich steile Hänge hochklettern können. Das kann man in Skyrim zwar auch, aber es ist hier halt irgendwie komisch. Die Gegner und alles, was sich irgendwie bewegt, das sind alles 2D-Sprites. Also Bäume drehen sich zum Beispiel mit der Blickrichtung, wie wir drauf gucken. Es ist halt wirklich alles ein bisschen altbacken von der Grafik her. Dafür ist das Gameplay halt toll. Das habe ich ja schon gesagt. Es macht jedes Mal erneut Spaß, irgendeinen Tempel zu erforschen. Diese
sind ja auch jedes Mal anders. Dann gibt es die ganzen Geheimgänge. Ich habe es euch ja gerade eben schon gesagt. Das muss ich ja nicht nochmal. Ein anderes Problem, was ich hatte, waren irgendwie die Dialoge. Die sind so verdammt kitschig. Also die englische Version ist ja schon tierisch schlimm, ne? Aber die deutsche Version, das ist so schrecklich. Da gibt es zum Beispiel einen Typen, der sagt jedes Mal, wenn du ihn auswählst, also bei der Charakterstellung, sagt er so in so einer richtig Homo-Stimme, wähle mich. Und oh, schrecklich. Das zieht sich durchs gesamte Spiel. Alle Dialoge, die man hat, die klingen alle so bescheuert. Deswegen habe ich mir auch die englische Version hier bei GOG.com gekauft, weil das deutlich erträglicher ist als das mit der deutschen. Aber auch immer noch irgendwie kitschig. Leute, die nicht viel lesen möchten, die sind mit diesem Spiel auch falsch, weil hier muss man so viel, verdammt viel lesen. Das gibt hier so viel Text vor die Nase, aber so waren die Spiele damals. Auch der brechend harte Schwierigkeitsgrad dürfte nicht für jeden was sein. Also ihr müsst wirklich harte Nerven haben oder Nervendrahtseile, um dieses Spiel überhaupt durchspielen zu können. Ich glaube, ich bin nicht mal zur Hälfte durch mit dem Spiel und wie ich schon sagte, ich habe 60, 70 Stunden. Ich werde das wohl auch irgendwann durchspielen in den nächsten Jahren, aber ich habe es halt jetzt nicht geschafft in den letzten paar Wochen. Und der rote Faden, der sich durchs Spiel zieht, der ist eigentlich fast gar nicht vorhanden. Wir sind von der Story mehr verwirrt und wir wissen eigentlich auch gar nicht, wo wir von Quest zu Quest hin müssen und wo wir das und das finden. Das ist halt so ein bisschen wie Suchen und Finden die ganze Zeit. Also klaren roten Faden gibt es in diesem Spiel auch nicht. Ist sehr schlecht, weil ansonsten hätte ich das Spiel wahrscheinlich durchgekriegt. Also wenn ihr ein klares Ziel wollt, seid ihr mit diesem Spiel auch irgendwie schon falsch. Und damit das Ganze zum Ende kommt, würde ich euch jetzt einfach mal ein Fazit geben. Might and Magic 6 macht für mich sehr, sehr viel richtig. Es ist enorm spaßig. Es weckt in mir die Erkundungslust, das, was ein Rollenspiel tun soll. Ich glaube, für richtige Hardcore-Rollenspiel-Fans ist dieses Spiel dennoch nichts, weil es einfach nicht tiefgründig genug in dieses Rollenspielgeschehen eintaucht, weil die Story irgendwie auch keine roten Faden in der gesamten Open World dieses Spiels hat. Es versucht viel, aber die Stärken liegen nicht da, wo sie bei einem Rollenspiel liegen sollen. Besser für mich, schlechter für die Core-Gamer. Dennoch würde ich dem Spiel 9,5 von 10 Punkten geben. Die 0,5 ziehe ich ab, weil dieses Spiel einfach scheiße aussieht. Ich weiß, ihr würdet wahrscheinlich mehr abziehen, aber ich bin nicht so eine Grafikhure. Deswegen ist mir das relativ egal, weil das Gameplay entscheidet letzten Endes für mich. Und das ist in diesem Spiel einfach super. Das war's jetzt von mir. Hierzu wird es kein Let's Play geben und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Also, ciao, ciao.